Der neueste CDU-Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhl, der direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete, ist seit einiger Zeit Generalsekretär der CDU Deutschland und auch häufiger in Neuss, wie jetzt zum Beispiel ein ganzes Wochenende. Ja, und das genieße ich natürlich ungemein. Hinter uns liegen mehrere Wochen des anstrengenden Landtagswahlkampfes in gleich drei Bundesländern. Also Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kenne ich jetzt noch besser als vorher. Aber wenn dann die Schlachten geschlagen sind, die Ergebnisse zugegebenermaßen nicht so, wie man sie sich gewünscht hat, jedenfalls vor allen Dingen in Baden-Württemberg, dann freut man sich auch auf ein Wochenende, das mal fast politikfrei ist und Familie und Neuss bei herrlichem Wetter was ganz Schöneres geben. Okay, nach dieser Atomkatastrophe hätte ich eigentlich gedacht, dass die CDU noch mehr verliert. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das ist ja sicherlich auch das Verdienst des fleißigen Hermann Gröhl, der überall in ganz Deutschland präsent ist. Hat er denn besonders viel Freude, wenn er in Neuss ist? Ja, natürlich, denn das ist so wie ein Auto, das zur Tankstelle muss. Aber vor allen Dingen ist es einfach die Familie, sind es die Freunde. Und ich genieße das. Hier ist die Zeit, auch mal nachzudenken, auch mal jenseits der Politik Menschen zu treffen. Also ohne einen Heimathafen ist man auch in stürmischer See ziemlich allein und Neuss tut gut. Heimat und Neuss ist herrlich. Hier die Blumen blühen und sie sind auch Schütze. Diese Heimat muss ja geschützt werden. Sind wir durch Atomenergie gefährdet? Also sicher nicht im Sinne einer unmittelbaren Gefährdung. Und wir sehen ja in unserem Revier durch die Braunkohlenkraftwerke, dass überall Energiegewinnung auch Eingriffe in die Natur bedeuten, auch Risiken bedeuten. Das Klima wird durch die Braunkohleverstromung auch belastet. Also müssen wir abwägen, was ist verantwortbar. Und wir haben Sicherheitsauflagen, strenge Sicherheitsauflagen für unsere Kernkraft. Aber die müssen jetzt überprüft werden, denn die Ereignisse in Japan sind ein Einschnitt, weil sich Umstände miteinander verkettet haben, die man jeweils für ganz, ganz, ganz unwahrscheinlich gehalten hat. Und wir müssen uns fragen, was bedeutet das bei uns, wo wir vielleicht keinen Tsunami und keinen oder sicher keinen Tsunami oder ein Erdbeben zu fürchten haben, aber uns fragen müssen, wie ist es mit dem Risiko eines Flugzeugabsturzes, in Sonderheit bei Kraftwerken in großer Nähe zu häufig angeflogenen Flughäfen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen nachdenken, wir müssen innehalten, sind die alten Meiler zur Überprüfung auch abgeschaltet worden und wir meinen das sehr ernst, umfassende Überprüfung. Herr Gröhl, wir kennen uns schon über 20 Jahre. Hatten Sie immer die Haltung, die Sie jetzt haben zur Atomenergie oder haben Sie als junger Mensch eine andere gehabt und hat sich diese Haltung geändert all die Jahre? Also, ich war nie ein radikaler Gegner, aber auch nie ein glühender Fan. Ich habe das als eine Technologie stets empfunden, die mit großen technischen Anstrengungen beherrschbar ist und die Vorteile hat, wie die Nichtbelastung des Klimas durch CO2, aber die mit ganz besonderen auch Belastungen verbunden ist, der ungeklärten Endlagerfrage, den schrecklichen Auswirkungen eines zugegebenermaßen sehr, sehr unwahrscheinlichen Ereignisses. Aber ich finde, eine solche Technologie bedarf der Akzeptanz in der Gesellschaft. Und da ist auch Japan noch einmal ein Einschnitt. Und deswegen finde ich, wir müssen schneller raus aus der Atomenergie. Die CDU ist ja noch überall oder fast überall die stärkste Partei. So viel hat sie auch nicht verloren. Die Grünen sind immer stärker, werden immer stärker. Sie waren ja früher ein Freund auch einer Koalition vielleicht zwischen Schwarz und Grün. Und wenn die Bundesvorsitzende kommt, dann umarmt sie die Frau Roth und sagt, hallo Hermann. Ist das immer noch ein gutes Verhältnis zu den Grünen? Also Gott sei Dank gilt in Berlin, dass wir uns hart in der Sache auseinandersetzen, aber es auch über die Parteigrenzen hinweg auch enge persönliche Freundschaften gibt. Das schließt bei mir nicht so sehr ein die Linke. Da gibt es einen korrekten Kontakt. Auch daran ist mir gelegen. Man ist gewählt, man hat Aufgaben gemeinsam. Aber es gibt Freundschaften auch in die Sozialdemokratie, auch zu den Grünen. Und ich bin in der Tat stets der Meinung gewesen, wir sollten uns Veränderungen bei den politischen Wettbewerbern deutlich ansehen. Und die Grünen sind heute eine andere Partei als vor 20 Jahren, wir sicherlich auch. Und da gibt es immer noch viele Dinge, gerade auf Bundesebene, die uns trennen. Aber wir arbeiten in einer wichtigen Großstadt wie Frankfurt zusammen. Leider sind die Grünen in Hamburg aus der Verantwortung geflohen. Da wollte ich noch was zu sagen. Das hat nicht geklappt. Und dann hatte ich so den Eindruck, Hermann Gröhe hat dann ziemlich auf die Grünen draufgehauen, hat gesagt, die Gegenpartei eine eigene Internetseite gegen die Grünen platziert. Ist es ein Fehler gewesen, mit den Grünen zu brechen? Also wir hatten die Idee, das Etikett der Gegenpartei zu formulieren, aber redlich erarbeitet haben sich die Grünen das schon selber, denn es ist in der Tat so,
dass bei ganz vielen Projekten, selbst bei Pumpspeicherwerken, die man dringend für regenerative Energien braucht, die Grünen erstmal auf den örtlichen Dagegenprotest setzen. Und wenn Sie sich gleichzeitig angucken, in welcher auch persönlich scharfen Art die Grünen stets die schwarz-gelbe Regierungskoalition, auch in Person Angela Merkel und andere attackiert haben, mir war immer wichtig, fair im persönlichen Umgang, aber auch Klartext in der Sache. Und deswegen gibt es von dieser Dagegenparteiaktion nichts zurückzunehmen. Die CDU wird von zwei Personen geführt. Das ist einmal die Bundesvorsitzende, die Kanzlerin Frau Merkel, und Sie, Hermann Gröhe, der Generalsekretär. Wenn die Bundesvorsitzende gleichzeitig Kanzlerin ist, wird ja eigentlich der Generalsekretär wichtiger und hat mehr zu tun. Ist das auch so zurzeit? Also sicher ist die Vorsitzende die Vorsitzende, aber wahr ist auch, dass natürlich ihr Arbeitsalltag dominiert wird durch Regierungshandeln. Ihr erstes Büro im Kanzleramt steht und das Zweitbüro gleichsam im Konrad-Adenauer-Haus. Und dass es dann die Aufgabe auch nach dem Statut der CDU Deutschlands ist, dass sie im umfassenden Sinne vom Generalsekretär vertreten wird. Und das bedeutet im Rahmen eines engen Vertrauensverhältnisses natürlich, dass auch viele Entscheidungen im Tagesgeschäft der Partei von mir mit den leitenden Mitarbeitern im Adenauer-Haus getroffen werden müssen. Frau Merkel war auch Generalsekretärin der CDU, ist nachher Bundeskanzlerin geworden und Vorsitzende. Guido Westerwelle war Generalsekretär seiner Partei, ist Bundesvorsitzender, Vizekanzler. Lindner wird vielleicht als Generalsekretär demnächst Vorsitzender. Wird es Ihnen da manchmal mulmig ums Herz, wenn Sie so die Karrieren sich der Generalsekretäre anschauen? Also erstmal ein offenes Wort, lieber Generalsekretär der CDU als Vorsitzender einer anderen Partei, egal welcher, auch des geschätzten Koalitionspartners. Aber man muss schon sagen, wenn man auf einem Stuhl Platz nimmt, den Heiner Geißler, Kurt Biedenkopf, Angela Merkel inne gehabt haben, dann ist man sich der besonderen Herausforderung bewusst. Und die spürt man auch und in den letzten Monaten manchmal mehr als Last und manchmal mehr als Freude. Jetzt gibt es ja auch in der CDU in Neuss einigen Ärger manchmal. Das ist aber oft ganz normal in einer Partei, die hier so lange regiert. In Baden-Württemberg gab es da eine Klatsche sozusagen. Sehen Sie auch Gefahren für die CDU in Neuss? Die CDU in Neuss, und das ist das Allerwichtigste, ist fest in der Gesellschaft verankert. Ob ich zu den Sportvereinen gehe, zu einer kirchlichen Termin, im Schützenwesen oder im Karneval, egal wo im gesellschaftlichen Leben, sehe ich Freunde, die sich zu uns bekennen, und ich sehe umgekehrt, dass sich Ratsmitglieder der CDU, Aktive aus Junger Union, Frauenunion, Seniorenunion, auch tummeln in dieser Stadt. Das ist unser wichtigstes Fund, mit dem wir auch in Zukunft wuchern wollen. Es geht nicht nur darum, jede Ratsentscheidung immer zu bejubeln und da gibt es mal etwas, was gelingt und etwas, was weniger gelingt. Das Entscheidende ist, dass wir hier wirklich Volkspartei sind, gut verankert in der Gesellschaft. Und was ich hier wirklich mitgenommen habe für meine Arbeit in Berlin, ist diese Kombination von Prinzipientreue, das ist eine christlich geprägte Partei hier gerade in Neuss, aber eben auch Nähe zu Menschen, keine Ideologie, sondern nah am Leben. Also Sie sind ja, wie gesagt, oft unterwegs in Deutschland und da brauchen Sie wirklich auch mal 2-3 Tage in Neuss, um hier wieder Kraft zu schöpfen. Das ist für Sie Erholung, in Neuss zu sein. Ja, natürlich. Es ist erstmal das Miteinander mit meiner Frau Heidi und den Kindern, aber hier sind die meisten Freunde zugegen, die man dann regelmäßig sieht. Und das normale Familienleben ist ein guter Ausgleich zu dem Reisen durch Deutschland, zu dem Arbeiten im Adenauerhaus. Also dazu gehört das Einkaufen auf dem Markt, was mir besonders Spaß macht, natürlich bei schönem Wetter, weil ich auch Hobbykoch bin, was man leider sieht. Dazu gehört aber auch, mit den Kindern mal zum Hockeyplatz zu gehen, eben noch Englischvokabeln abzufragen. Also normales Familienleben, das macht richtig Freude. Als Staatsminister, da durfte ich Sie einmal besuchen im Kanzleramt, hatten Sie ja einen sehr großen Kontakt zur Kanzlerin. Jeden Morgen gab es dort eine Lage. Jetzt als Generalsekretär, wie sieht es eigentlich aus? Wie stimmen Sie sich ab? Also die Häufigkeit des Kontakts ist im Grunde geblieben. Eher ist die Arbeit eigenständiger geworden. Also im Kanzleramt ist man Bestandteil einer Hierarchie, auch wenn man als Staatsminister ziemlich weit oben steht. Aber man erlebt dann das Beschützende wie das auch mal Begrenzende einer Hierarchie. Im Generalsekretärsamt ist sozusagen mehr Prokura da. Die Baustelle ist mehr die eigene Baustelle, in der man Verantwortung trägt. Aber es gibt nach wie vor täglich persönliche Gespräche, wenn beide in Berlin sind. Und es gibt ja Handy und vor allen Dingen die SMS. Deutschland wird sehr stark mit diesem wunderschönen Instrument der SMS regiert. Aber es ist völlig klar, wenn Dinge plötzlich passieren oder wenn Eindrücke im Wahlkampf auftauchen,
in den Stunden nach den Ereignissen in Japan, dann wird auch mehrmals am Tag telefoniert. Und das gehört dann dazu, dass man sich ganz dicht abstimmt. Aber im Übrigen auch wechselseitig, dass man schon auch ahnt, wie der andere tickt. Denn mitunter muss man natürlich auch als Generalsekretär vorpreschen, ohne jedes Mal vorher die Parteivorsitzende gefragt zu haben. Und da hat sie Vertrauen, denn Sie sitzen ja auch live in der Elefantenrunde oder werden live in den Tagesthemen im Heute-Journal interviewt. Jetzt haben wir vielleicht einige tausend Zuseher. Aber ist Ihnen das bewusst, dass Sie dann vor Millionen sprechen? Das ist mir bewusst und das war sicher auch eine der großen Veränderungen, als ich dieses Amt neu übernahm. Vieles war mir vertraut, die Personen, auch die Arbeitsabläufe sind ähnlich, aber die stärkere Rolle in den Medien ist etwas Neues. Mir macht das Streitgespräch in den Medien übrigens durchaus genauso viel Freude wie eine Podiumsdiskussion, etwa hier Neuss in einer Schule im Vorfeld der Wahl. Aber das, da muss man sich auch frei von machen in dem Moment, dass bei Hart aber fair oder bei Anne Will, bei Illner wirklich Millionen zuschauen. Und ich will nicht verhehlen, 75 Minuten Dauerpräsenz, unterbrochen zu werden, ständig dran sein zu können. Man merkt, wenn wir nachher noch auf ein Glas Wein zusammensitzen, selbst Profis, die das viele Jahre machen, denen fällt dann auch eine Last ab, wenn die Lichter aus sind. Das ist schon etwas, was auch fordert, aber es macht auch Freude. Und wenn man dann nach einem Wahlsonntag hört, du hast das gut gemacht, dann sage ich nur scherzhaft, was meint ihr erst, wie gut ich bin, wenn die Ergebnisse noch schöner werden? Also ich finde, dass Sie es immer besser machen. Am Anfang hat es vielleicht so ein paar Holperigkeiten gegeben, aber Sie sind da stabil und gut auf Sendung immer und vertreten, glaube ich, ganz gut die Interessen Ihrer Partei. Dann wünschen wir Ihnen noch ein schönes Wochenende hier in Neuss und dass Sie die Anspannung dann etwas verlieren und hier einen schönen Wochenendurlaub verbringen. Danke. Freue mich auch.